Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Und zwar zu Submerged Hidden Depths. Oder Deeps. Nee, Depths, glaube ich. Und oh mein Gott, holy, was freue ich mich auf diesen Titel. Es ist gefühlt Jahre her, wo wir gespielt haben. Den ersten Teil oder den Vorgänger. Ich weiß nicht, ob es Nachfolger ist. Also Nachfolger, ja klar, aber ob es eine Neuaufmachung ist, des ersten Teils, so gar keine Ahnung, aber wie ich den Titel gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich freue mich drauf. Es ist, ihr wisst genau, es ist großartig gewesen. Die Geschichte der beiden, es war ja Bruder und Schwester, und es ist einfach unglaublich, jetzt hier zu sitzen und dieses Spiel mit euch zusammen zu spielen. Es ist unfassbar. Ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Die Musik war damals schon schön und hört mal, es ist immer noch sehr schön. Ich klicke und wir beginnen ein neues Spiel. Ich glaube, ich lasse das so. Ich würde ein wenig leiser machen. Ich glaube, so 68 ist, glaube ich, ganz gut. Das passt, glaube ich. Oder? Ah, die Musik ist ein Traum. Jetzt schon. Ist großartig. So, Grafik immer einmal schnell gucken. Power-Sync aktiviere ich mal. Grafikqualität ist auf jeden Fall auf Hoch und Ultra. Das lassen wir so. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Bruder Imiku Hasteres, Ashen's Ruhes are Blackland Keim. Blackplant Ort Al, Maku Pes, Utosater Fall Krychor. Miku Tech Blackplant, Ene Dod Blackplant Guft. I think Hope Ethas, Miku Net. Nakest. Sata Ampta, Blackplant Avala. Ja, mit der Maus kannst du dich umschauen und damit nochmal herzlich, huch, herzlich willkommen zu Submerged Hidden Depths oder Deeps. Nee, Depths, glaube ich, ist es. Und es fängt fast ähnlich an. Es ist wieder Bruder und Schwester. Es sieht deutlich hübscher aus und ihr merkt es an meiner Stimme. Ich bin mega happy, das jetzt gerade zu spielen. Es sieht wirklich echt, es hat nochmal richtig draufgelegt und es ist so lange her und es fühlt sich so geil an. Und die Musik, es war, glaube ich, sogar derselbe Track wie damals. Und
Er hat auch sogar die Wunde am Bauch. Ich meine, es war, glaube ich, im ersten Teil oder im Vorgänger so gewesen. Und wir mussten uns die Geschichte ja auch so ein bisschen zusammenreimen. Und es ist ein Let's Play, ich kann euch jetzt schon sagen, um einfach zu genießen und abzuschalten. Und das war der erste Teil auch und ich denke, das wird dieser Teil auch werden. Und ja, ich komme ja schon. Ich erzähle es gar nicht gerne rum. Die schwarze Pflanze, die Masse wird das wahrscheinlich sein, wovon wir gerade gelesen haben im Anfang. Tauli, wie gut das einfach ist. Es sieht so schön aus. So, was haben wir hier? Oh. Den Samen nach Hause bringen, das, ja, werde ich machen. Nein, aber das Spiel lebt quasi von diesem Soundtrack, von der Atmosphäre und es werden regelmäßiger so Augenblicke kommen und es ist, wie gesagt, einfach, genießt dieses Let's Play einfach, schaut es euch einfach an, lehnt euch zurück und genießt es einfach, denn ich kann sagen, ich war so zufrieden mit dem ersten Teil oder den Vorgänger. Ich schätze mal, ist es eher ein Vorgänger und, ja. Wir schauen mal, was uns erwartet. So, was haben wir denn hier Schönes? Er hat da sogar die Narbe am Bauch. Also ich würde behaupten, er spielt danach. Mhm. Einst fanden Bruder und Schwester Zuflucht in einer Stadt, die von der Masse bedeckt war. Sie hatten ihre Familie verloren, aber dafür Frieden gefunden. Miku Fan Seds. Miku Fexate. Okay, wir müssen also die Samen finden, um die Stadt quasi zu befreien. Wir leben ja in dieser Unterwasserstadt, oder besser gesagt in dieser überfluteten Welt. Und es ist genau wie im ersten Teil, die Bilder vermachen uns quasi, oder übermitteln uns quasi die Geschichte, wie es halt ist oder wie es halt aktuell läuft. Und es war, der erste Teil war so gewesen, dass wir keine großen Kämpfe, glaube ich, hatten, wenn ich mich recht entsinne. Es war wirklich nur so ein Spiel, was man so, ja, man erkundet, man schaut ein bisschen da, man schaut ein bisschen hier und ja, es ist eher so ein bisschen auf Atmosphäre aus, aus Kletterpassagen. Ich weiß noch, wir sind ganz viel geklettert. Wir sind ganz viel rumgelaufen, haben uns Sachen angeguckt, Dinge angeschaut. Es gab auch, glaube ich, nichts zum Lesen. Und ja, es war einfach nur sehr, sehr schön und sehr, sehr aufregend und fantastisch, diese Welt zu bewundern. Und
man hat sich halt immer gefragt, was ist hier passiert? Was war der Grund? Und es ist so lange her. Ich weiß es gar nicht. Sind es 5 Jahre, 6 Jahre? Oder 4? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon auf jeden Fall ewig her. Falls ihr das Let's Play verpasst habt, natürlich bei mir auf dem Channel gucken. Guckt es euch an. Da war ich noch ein bisschen jünger. Und ja. So, jetzt aber genug philosophiert. Da müssen wir also rauf. Und wir dürfen wieder mit dem Bötchen fahren wie im Vorgänger. Oh, wie schön. Es wird auch nicht geredet. Also, es ist... Oh, was ist das denn hier? 1 von 20 Kreaturen entdeckt. Oh, Sammel-Items. Sammel die Kreaturen, die im Journal angezeigt werden können. Ach so. Mit J Journal öffnen. Ach, man hat jetzt ein Journal. Ach, okay. Ah, ich glaube, das war damals auch schon. Ich weiß nicht genau, ob wir alle finden werden. Ich spiele das übrigens auch ohne Stadtgeschichten. Unsere Geschichte, ja. Das kann man auch nochmal nachlesen. Ich glaube damals, ich weiß nicht, ob damals ein Text drunter stand. Aber diese Bilder gab es damals auch schon. Blumen, Aussichtspunkte, Upgrades, Relikte. Upgrades gibt es jetzt sogar. Okay, krass. Die Kuppel. Die haben wir befreit. Wähle ein Stil. Was? Oh Gott, okay. Ist ein bisschen umfangreicher. Ich nehme das Ganze ohne Kamera auf, weil es halt einfach ein atmosphärisch sehr schönes Spiel ist. Oh, wir haben sogar eine Karte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir damals schon eine Karte hatten. Mit M? Hui. 10 Samen? 56 Tagebücher, 26 Upgrades, 9 Blumen, 20 Relikte, 10 Orientierungspunkte und 10 Aussichtspunkte. Ich bin mir nicht sicher, ob das damals auch war. Ich glaube nicht. Aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir docken an und schauen mal. Oh, ich freue mich so. Das wird so cool. Zum Schleppen weiterfahren. Achso. Ach krass, jetzt müssen wir das ziehen hier, oder was? Ah, okay, verstehe. Und jetzt können wir andocken. Bibliothek Mandal. Mandanhal. So. Wir wären also hier. Ja, die schwarze Pflanze wirkt. Was ist das hier? Sammle Stile, die du in dem Journal auswählen kannst. Stile? Wähle deinen Stil. Aber wie wähle ich das denn? Ach hier, 1 von 9. Ach krass. Wahrscheinlich sind es Upgrades. Das sind, glaube ich, Boot-Upgrades. Das sind Personen-Upgrades und das weiß ich noch nicht. Sieht zumindest so aus. Lege einen Stil an. Okay. Müssen wir aber mehr sammeln. Gehe ich mal von aus. Mandan Hall. Mhm. Da werden wir überall auf jeden Fall noch hinkommen. Das werden wir überall noch alles erkunden und alles entdecken. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir alles... Springen können wir übrigens nicht. Ob wir alles finden werden. Oh, was ist hier? Ich weiß nicht mehr genau, hatte ich das damals auch auf dem PC gespielt oder war das auf der Konsole? Huch! Eigentlich wollte ich unten noch geguckt haben, aber okay. Hui. Okay. Und bevor wir darauf gehen, ich würde einmal hier erkunden. Oh, da liegt noch. Oh, warte mal. Hier. Yacht-Stilstück gefunden. 2 von 9. Okay. Was haben wir hier? Sammle Tagebücher, um die Stadtgeschichte im Journal zu übersetzen. Ach, krass. Okay. Ah, zum Übersetzen. Wenn wir alle gefunden haben, dann erfahren wir also, was mit der Stadt passiert ist. Und ich bin sehr gespannt.
lass mich sehr, sehr überraschen. So, jetzt lange genug gequatscht und gequasselt. Jetzt schauen wir erstmal, was hier so Phase ist. Frage ist natürlich, wie kam es auch dazu? Und hier müssen wir den Samen einsetzen, um quasi das Gebäude zu befreien. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. Black Plant Marco Pass. From North Papel. Okay, die Pflanze macht Überreste der Menschen, die damals gelebt haben, ja. Also hat es hier mal Menschen gegeben. Nur die Frage ist, wo sind sie hin? Wo sind sie alle hin und werden wir das rausfinden? Werden wir das finden? Und da geht's wieder los. Ja, oh Mann, als wäre es gestern gewesen. Ich freue mich. Hier kommen wir auch runter. Ich würde einfach mal spaßeshalber mal runtergehen, anstatt nach oben. Da ist was, schaut mal einer an. Eins von 9 Blumen gefunden, da sieh mal einer an. Okay, weiter nach unten geht's, glaube ich, nicht. So. Gut, dass wir unten lang gegangen sind. Wir sollten auf jeden Fall jedes Gebäude, was wir erkunden und begehen, sollten wir auf jeden Fall sehr, sehr gut untersuchen. Die Abkürzung würde ich, glaube ich, freischalten, wenn es eine ist. Ja. Und diese Geräusche geben uns immer quasi Hinweise darauf, dass hier ein weiteres Stilstück ist. Diese Aussicht ist ein Traum, ne? Also leben könnte man hier schon. Man müsste halt immer nur ein Boot haben. Vielleicht wird die Welt irgendwann mal so. Man weiß es ja nicht, ne? Dann braucht man wenigstens keine Autos mehr. Und ein weiterer Tagebucheintrag. Drei. Okay, entweder haben wir einen übersehen oder es kommt noch einer. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir einen übersehen haben. Ich hoffe, es kommt noch eins. Hier können wir auf jeden Fall irgendwas reinlegen. Ah, hier müssen wir, glaube ich, den Samen reinlegen. Und ich höre überall Geräusche. Hier ist eine weitere Muschel einsammelt. Ah, kommt mal einer. Sehr schön. 5 von 9. Ich hoffe, wir finden das Tagebuch noch. Hey. Da ist noch ein Stück. 6 von 9. Wo geht's hier hin? Aha, 7 von 9. Habe ich das doch glatt übersehen? Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Habe ich irgendwas... Nicht, dass ich unten irgendwas übersehen habe. Das wäre ärgerlich. Ich höre was. Ich weiß gar nicht, wie das war mit dem Buch. Hat das Buch auch ein Geräusch? Hier ist auf jeden Fall der Samen. Wartet mal. Das ist auf jeden Fall der Samen, den wir brauchen. Ich würde nochmal zurückgehen. Weil ich weiß halt nicht, ob wir hier nochmal langkommen. Später. Deswegen würde ich einfach mal probieren, ob wir vielleicht doch irgendwas übersehen haben. Ich höre hier auch noch was. Irgendwas höre ich hier. Das ist auf jeden Fall er. Ist ganz... Da liegt noch was. Wie kommen wir denn da hin? Sag mal. Da! Ich hab's doch gewusst. Kann ich runterspringen? Wie komme ich runter? Warte mal. Wie kommen wir denn da hin? Da. Die Treppe runter. Moment. Ich hab's doch gewusst.
Hier ist Tagebucheintrag, der letzte. Wir haben... Mit der Zeit ließ die Masse nach, aber sie erinnert sich und der Schmerz des großen Mannes hallt noch immer in den verborgenen Tiefen. Ich höre noch so ein Teil. Ich höre auf jeden Fall noch eine Muschel rechts von uns. Habe ich einen übersehen hier? Da ist eine. Na. Jawohl. Sehr schön. Yachtstil freigeschaltet. Alle Objekte in der Nähe entdeckt. Auch das ist schön, dass man das auch angezeigt bekommt. Das ist ja supi. Okay, dann lass doch mal schauen. Also, ein Yachtstil. Wählen wir mal. Dann sieht er ein bisschen anders aus. So, wir haben eine Blume gefunden. Wir haben die Stadtgeschichte. Wo war sie gewesen? Ach, hier unten. Genau, mit der Zeit ließ die Masse nach, aber sie erinnert sich, der Schmerz des großen Mannes hallt noch immer in den verborgenen Tiefen nach. Sehr schön. Freue ich mich, dass wir alles haben. Ach, ist das schön. Ach, das ist so toll. Ich freue mich, das so großartig, das zu spielen. Es gab es vor kurzem im Epic Store gratis. Also wenn das Video herauskommt, ist es schon ein bisschen länger her, aber ich hätte es mir auch so geholt. Aber es kam so plötzlich auf einmal gratis. Ich dachte, komm, warum nicht? So. Und jetzt müssen wir den Samen zurückbringen. Wir wissen wohin. Erstmal hier ins Körbchen. Das sind natürlich die einfachsten Aufgaben. Und es ist witzig, dass der Samen sogar auch so Geräusche macht. Das, ja. Darf man auch nicht sonst so sagen. Mein Samen macht Geräusche. Entschuldigung. So. Dann wollen wir den mal einsetzen. Na, sieh mal eine an. Dann haben wir ja noch einiges vor uns. Wir sind wohl ja auch mit der Masse in Berührung gekommen, das haben wir schon erfahren. Die Schwester hatte eine Gabe. Verbunden mit der Masse konnte sie deren Wunden heilen. Sie fragt sich, was sie darüber hinaus noch tun könnte. Ja, gut machen, was wir... Ja, schauen wir doch mal.
Ich sollte ein Teleskop einsetzen, um mehrere Orte zu erkunden und okay. Teleskop schauen. Siehe dich mit der Hilfe des Teleskops um, auf der Karte neue Orte okay, erscheinen zu lassen. Rein herauszoomen. Ah, ja, das gab es beim ersten Teil, glaube ich, auch. Oder beim Vorgänger. Das ist, glaube ich, ein Bootsteil, damit upgraden wir. Ja, doch, das Boot konnte man ja upgraden. Jetzt weiß ich wieder. Ja, stimmt. Oh mein Gott, ja, als wäre es gestern gewesen. Ja. Was ist das denn hier? Na. Ist das schön. Können wir also die Blumen einsetzen? Das ist ja toll. Ich bin mir nicht sicher. Bedeutet das, dass wir das alles haben? Sieht zumindest danach aus. Wir können uns ja mal das Boot-Upgrade holen. Wenn ich jetzt weiß, wo das war. Wo war denn das gewesen? Hier, es war ein bisschen links. So die Richtung. Ist das das Boot-Upgrade hier? Ja. Eins von 26 Boot-Upgrades gesammelt. Oh mein Gott, da werden wir ja noch ein paar Boot-Upgrades holen. Sammle Boot-Upgrades, um die Dauer deines Bootschubs zu verlängern. Oh, hier Bootschub. Oh, wie cool. Vielleicht sollten wir da nicht reinfahren. Oh mein Gott, das wird so cool. Kann ich denn hier auch mit dem Teleskop gucken? Ja, ne? Das geht sogar. Können wir hier noch... Okay, da ist ein Aussichtspunkt, glaube ich zumindest, was wir da gefunden haben. Das ist also der zentrale Mittelpunkt. Okay. Das war, wo war das jetzt gewesen? Da. Lass uns da mal hinfahren. Alles überschwemmt, die alten Ruinen. Dann lass doch mal schauen, was es hier gibt. Genau. Bleib hier. Ich schaue mich um. Okay. Hier können wir nichts tun, aber hier. Sehr schön. Bevor wir nach oben gehen, natürlich erstmal gucken. Aber hier kann ich doch mich umschauen, ne? Da haben wir das Boot-Upgrade. So. Guck mal, haben wir noch irgendwas anderes? Da hinten ist bestimmt auch noch jede Menge. Da, ein Upgrade? Ja, ein Boot-Upgrade. Juhu. Sehr schön. Da freue ich mich doch drauf. Okay. Dann geht's weiter nach oben. Oh, Libellen. Oh. Rabota-Sims. Alte Straße, das sieht ja cool aus mit den bewachsenen Bäumen da drauf. Wow. Ein Aussichtspunkt von 10 gefunden. Cool. Ja, dann schauen wir doch mal. Da haben wir ein Büchlein. Okay. Ob wir da wohl hinkommen später? Vielleicht ist es aber auch nur... Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch nur optisch ist. Obwohl, das ist ein Upgrade. Ja. Hier geht's wieder runter. Okay, das sind also Aussichtspunkte, die wir dann befreien können und alles. Und ja, ich würde sagen, mit dieser schönen Aussicht verabschiede ich mich erstmal für die erste Folge. Und wir sehen uns in der zweiten Folge wieder und dann geht's weiter mit Submerged. Und ich schalte dann wieder ein und ich freue mich auf euch. Also, macht's gut. Tschüss.